Das Thema Immobilien ist eins, wo viele Leute denken, ach, kann ich alleine machen. Brauche ich keinen Fachmann dazu. Firma Munthe gibt es seit über 50 Jahren. Früher hat sie nur die eigenen Immobilien verwaltet. Wir wollen den Kunden von vorne bis hinten begleiten. Und so ist unser Ziel eben wirklich, alle zufriedenzustellen. Also mein Vater sagte, er möchte die Immobilien, die er gebaut hat und für die Familie behalten hat, die sollten auch noch für die Urenkel erhalten sein. Mich treibt jeden Tag neu an meine persönliche Entwicklung. Ich kann gestalten, ich habe Freiheit, ich kann den Weg bestimmen. Und ich sage mal, ich kann auch Lokomotive sein und andere auf eine Reise mitnehmen. Wir sind heute Verwalter, Makler, Investor, Bau- und Erschließungsträger. Und wenn wir mal nicht nur ans rein Geschäftliche denken, dann sind wir für viele Leute auch der Berater. Das Unternehmen Perschmann ist ein altes, traditionelles Familienunternehmen, gegründet im vorletzten Jahrhundert, 1866. Unser Unternehmensspirit basiert grundsätzlich auf Vertrauen. Ich vertraue meinen Mitarbeitern, ich vertraue meinen Kollegen durch und durch. Und das merken auch die Kunden, das spüren die Kunden und geben uns das eins zu eins auch zurück. Und das ist eine gute Basis für nachhaltige, erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Kompetenz der Verwaltung von Immobilien, das ist ein komplexes Thema, was Munthe Immobilien hervorragend löst, bis hin auch zu Umbaumaßnahmen, die betreut werden. Es geht bei Immobilien auch um Stil, um Geschmack, ein Gefühl für eine Immobilie zu haben. Denn auch hier geht es darum, dass eine Immobilie nicht nur instand gehalten wird, sondern auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Und wahrscheinlich das Allerwichtigste ist das Vertrauen, das ich zu den Menschen habe, insbesondere zu Thomas Munthe und Herrn Streppel mit dem ganzen Team dahinter. Denn zwischen Mieter und Vermieter ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche oder eine wirtschaftliche Verbindung, sondern auch eine emotionale, und das schaffen die beiden mit ihrem Team ganz hervorragend. Der Traum war die Rückkehr in den Bereich Land- und Forstwirtschaft. Das war ein langer Weg, aber am Ende haben wir nach etwa 30 Jahren dieses Ziel erreicht. Wir waren sehr dankbar, dass die Firma Munthe zwischen den verschiedenen Mitgliedern der Familie und Eigentümern gut vermittelt hat und am Ende zu einem guten Ergebnis geführt hat. Es ist einfach unbeschreiblich, das Gefühl, wenn das Licht am Morgen durch die Bäume fällt oder wenn im Herbst sich das Laub färbt. Und deswegen muss ich sagen, gehört das eben zu unserem Lebenstraum, Wald zu besitzen, zu pflegen und weiterzugeben. Für mich ist Erfolg nicht, dass ich eben mal schnell ganz viel verdient habe, sondern Erfolg ist, dass ich mit meinem Unternehmen weiter wachse und langfristig dafür sorge, dass wir alle ein gutes Auskommen hier haben. Das ist magisch hier. Der Kuhstall Maschrode, der ist einfach magisch. Da kommt man rein und sagt, boah, hier musst du irgendwas von, hier musst du was von machen. Das musst du wachküssen, würde ich mal sagen. Wir haben diesen Gutshof ungefähr 1993 gekauft. Übrig geblieben ist dieser Kuhstall, ein Gebäude von 1884. Sicherlich der schönste Kuhstall in Norddeutschland. Wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir ihn entwickeln können. Jetzt haben wir einen Weg gefunden, dass wir hier Eigentumswohnungen draus machen und hoffen, dass wir ihn dann so auf diese Weise erhalten können. Er ist unter Denkmalschutz. Und diese Gewölbe, auch diese gusseisernen Säulen, sind schon etwas sehr Besonderes. Das lag lange im Dornröschenschlaf. Zunächst, weil erstmal der landwirtschaftliche Betrieb eingestellt worden ist.
Und dann, weil erstmal eine Projektidee entstehen musste, dann gab es einen langen nachbarschaftlichen Abstimmungsprozess. Und da uns gute Nachbarschaft sehr wichtig ist, wollten wir, dass wir uns wirklich einig sind. Und das haben wir geschafft. Und jetzt können wir es realisieren. Das ist auf jeden Fall ein typisches Wunschprojekt. Ich bin die fünfte Generation und seit 1830, 1840 lebt meine Familie oder Generation auf diesem Hof. Land zu verkaufen ist sicherlich nicht ganz einfach. Da muss man schon einen Fachmann haben, der einem zur Seite steht. Ja, es ist sehr wichtig, einen guten Berater zu haben. Es ist aber auch oft schwierig, einen guten Berater zu finden. Sollten wir einmal diese Verwaltung dieses Hofes, der Ländereien und auch des Besitzes meines Mannes nicht mehr selber tun können und unsere Tochter ist nicht hier, so wissen wir, dass sie in der Firma Munte einen seriösen, freundschaftlichen Berater hat. Das Vertrauen ist für mich das absolut Wichtigste. Und das ist es eigentlich. Spaß ist für mich, in lachende Kinderaugen zu gucken. Das ist für mich der größte Spaß. Das ist Familie. Und dicht gefolgt ist der Spaß im Job, die Freude, etwas zu schaffen.